Mama, ich bin noch gar nicht müde. Ich möchte jetzt nicht ins Bett. Und außerdem wollten wir über mein Taschengeld reden, also meine Taschengelderhöhung. Mama, bitte. Julian, das haben wir schon so oft besprochen. Du fragst mich jeden Tag nach dem Taschengeld. Du bekommst 2 Euro die Woche und daran wird sich auch nichts ändern. Oh Mann! Mama, das ist viel zu wenig. Jetzt auch mit Mia und so. Die möchte immer was unternehmen und immer ein Eis und dann bleibt für mich gar nichts mehr über. Ach Mann, Mama, ich brauche ein bisschen mehr Kohle. Komm schon. Oh, Julian, Mia bekommt doch sicherlich auch Taschengeld. Du musst sie doch nicht ständig einladen. Sonst muss ich mal mit Mias Mutter telefonieren. Das geht so nicht. Na, ihr beiden Kätzchen, kommen Sie mal, schieb dich ein bisschen rum hier in dem Wagen. Emma, es ist Zeit zum Schlafen. Die Katzen können auch ohne dich hier spielen. Komm, ab in die Falle. Aber nur mit einer Geschichte, bitte. Und Emmalein, hast du es gemütlich? So bequem? Alles gut. Mama, ich habe auch eine Idee für die Gute-Nacht-Geschichte, weil Justin, der hat letztens von seiner Mama die Geschichte gehört, wie er geboren wurde, also der Tag, wo er geboren wurde. Kannst du mir das auch bitte erzählen? Bitte, Mama, los! Das ist bestimmt ganz spannend. Ich höre auch zu. Emma, das habe ich dir noch nie erzählt? Komisch, dann habe ich das bestimmt nur bei Hannah und Julian erzählt. Also, ich setze mich mal zu dir. Das ist eine lange Geschichte. Okay, Mama, du kannst dich hier hinsetzen. Wenn du magst, kannst du auch mit unter meine Decke kommen. Alles klar, Emma. Also, die Geschichte fängt an. Moment, da haben wir ja noch woanders gewohnt, in unserer alten Wohnung. Die kennst du ja gar nicht. Oh, ich kann mich mit dieser riesigen Kugel gar nicht mehr bewegen. Und das Kind tritt so stark. Oh, was für Schmerzen das sind. Oh, die Schmerzen werden immer stärker. Sind das jetzt schon die Wehen, die eingesetzt haben? Oh, puh. Oh, Julian, gib das Haarband zurück. Hä, was? Ich? Ich hab doch gar nichts geklaut. Ich will meine Schleife wieder haben. Hä? Hanna, ich weiß gar nicht, was du von mir möchtest. Ich trage doch sowas gar nicht. Ich hab da jetzt gar keinen Nerv zu. Mama, ich war das doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie wieder hat. Julian, gib sofort die Schleife. Was soll das? Lass mich los. Hanna, lass mich sofort los. Lass deinen Bruder los. Au, sag mal, was soll das? Du hast bestimmt die Schleife. Runter von mir. Hanna, runter von mir. Mama, Papa. Na, Hanna, lass das. Oh, Julian. Ich kann mich hier gar nicht konzentrieren. Ich hab wirklich Schmerzen. Mir geht's nicht gut. Jetzt lass mich in Ruhe. Mann, Hanna. Julian! Kinder, was ist denn hier schon wieder los? Hanna, geh von deinem Bruder runter. Oh, ja, Hanna, runter von mir! Papa, nimm sie runter! Nein, ich geh jetzt runter, wenn du mein Haarband zurückgibst. Kinder, auseinander, was ist denn mit euch schon wieder los? Julian hat mein Haarband geklaut. Und dann seid ihr so laut und streitet euch hier. Ihr wisst doch, was mit Mama momentan los ist. Die hat extreme Schmerzen auch, glaube ich, wieder. Ja, kann ja sein, aber das ist alles Hannas Schuld. Ich hab nichts von ihren Haaren oder so genommen. Warum sollte ich überhaupt? Die Haare sind doch voll eklig von ihr. Julian, ich zähle bis 3, sonst ziehe ich an deinen Haaren. An meinen wunderschönen Haaren? Nein, meine wunderschönen roten Haare bekommst du nicht. Klären, 3. Julian, Hanna, könnt ihr das mal bitte sein lassen? Claudia, Schatz, tut mir leid. Oh, Kinder, ich brauche jetzt 5 Minuten an meine Ruhe. Hanna, lass mich los. Hanna, Papa, Papa. Ich halte aus, ich dreh durch. Kinder, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist aber mal auch hier Schluss. Aber Julian hat das Haarband. Und du hast doch das Haarband. Nein, hab ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, hast Nein. du. Doch. Doch. Nein, das hab ich nicht. Ruhe jetzt, Schluss. Wow, Claudia, war das nicht ein bisschen zu viel? Schatz, alles in Ordnung? Ihr stresst mich total. Ich hab wirklich Schmerzen. Okay, ich kümmere mich schon drum. Kinder, jetzt ist gut. Kinder, jetzt ist aber ja, gut, ne? Ist okay. Ihr habt es mitbekommen. Wir sind jetzt ruhig. Oh, Mama ist total ausgeflippt. Ja, ist ja gut, Papa, ist ja gut. Wir sind jetzt ruhig. Tut mir leid, Mama. Ich war nur so sauer auf Julian, aber ich wollte dich nicht ärgern. Schon gut, Hanna. Alles in Ordnung. Ja, Mama, tut mir leid. Also, wir wollten nicht laut sein. Wir wissen ja, dass du momentan immer ganz, ganz viel meckerst und so. Naja, gut, tut mir leid, ist Mama. Ist schon in Ordnung, Julian. Oh, jetzt geht's gerade wieder. Die Schmerzen haben ein bisschen nachgelassen, aber es kommt wirklich so schubweise. Und dann, oh, es ist gar nicht mehr auszuhalten. Puh, gut, Gott sei Dank. Also, es geht dir wieder besser, Claudia? Oh, nein, jetzt ist es wieder da. Oh, diese Schmerzen, die kommen und gehen, wie sie wollen. Mama, ich weiß, es passt dir jetzt ja gerade nicht, aber ich würde gerne ein neues Haarband in die Haare machen. Oh, ich mag das so nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich hab dir jetzt keinen Nerv zu. Hanna, Liebes, das ist doch jetzt gerade nicht dein Ernst. Deine Mama flippt gleich wieder aus und dann meckert sie mit mir. Du weißt, wie das ist. Ja, Papa, tut mir leid, aber ich bin so daran gewöhnt, ein Haarband zu tragen. Und ohne Haarband fühle ich mich nicht wohl. Hanna, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich hab gesagt, Ruhe jetzt. Claudia, alles in Ordnung? Nein, das nicht. Puh. Oh, diese Schmerzen, ich halte sie nicht aus. Martin, ich glaube, das Baby kommt. Das Baby kommt. Papa, das Baby kommt. Ja, gut. Bewahrt Ruhe. Wir fahren jetzt direkt ins Krankenhaus. Claudia, geht es? Wir fahren jetzt direkt ins Krankenhaus. Die Tasche ist schon vorbereitet. Los, Kinder, los. Ab ins Auto mit euch. Puh.
Guten Tag, ich bin hier zur Entbindung. Ich glaube, mein Baby kommt, aber ich habe irgendwie Wehen in immer kürzeren Abständen. Jetzt geht's gerade wieder. Puh. Frau Vogel, alles in Ordnung. Wir haben Ihr Zimmer schon vorbereitet. Gut, ihr Mann hatte ja schon angerufen. Wir hatten ja auch den Termin schon mit Ihnen vereinbart. Puh. Oh Mann, und ich bin immer noch ohne Haarband. Was sollen die Leute von mir denken? Anna, das ist jetzt nicht dein Ernst. Liebes, bleib jetzt bitte ruhig. Nicht hier im Krankenhaus. Julian, los, jetzt gib's endlich her. Bitte. Was? Was? Anna, jetzt möchtest du das? Ich hab das zu Hause in die Schublade geschenkt. Nee, hab ich gar nicht. Ich hab das nicht, Anna. Kinder, jetzt ist gut. Ruhe oder ich schmeiß euch beide raus. Wir fahren sonst direkt nach Hause, damit das klar ist. Ja, okay, Papa. Okay. So, Frau Vogel, legen Sie sich jetzt mal hin. Wir bereiten alles vor. Also immer mit der Ruhe. Wenn irgendwas ist, rufen Sie einfach. Entspannen Sie sich. Alles ist gut. Ich versuch's. Sie waren ja sicher mit Ihrer Frau beim Geburtsvorbereitungskurs. Ja, genau. Machen Sie doch mit ihr ein paar Übungen zur Entspannung, Herr Vogel. Ja, gut, okay. Es ist ja nicht das erste Kind, was wir bekommen, ne? Ja, ich schau mal. Du, Mama, darf ich dich was fragen? Ich weiß, das passt ja, jetzt Julia, vielleicht nicht ganz gut, aber also ich bin ja jetzt eigentlich alt genug, um endlich Taschengeld zu bekommen, Julian, oder? Muss das jetzt sein? Oh, Julian, kannst du das bitte mit deinem Vater besprechen? Ich bin jetzt echt nicht gerade bereit dazu. Ja, das sagst du jedes Mal, immer wenn es um Taschengeld geht oder um andere Sachen, die ich haben will, dann sagst du, du hast keine Zeit dafür. Ganz ehrlich, also ich verstehe das nicht, Mama. Also ganz ehrlich, die anderen, die ich kenne, die bekommen jetzt schon Taschengeld, aber die sind auch ein bisschen älter. Nein, egal, also ich will jetzt auch Taschengeld, Mama. Mama, ich finde das total unfair. Julian hat gesagt, dass er meine Schleife zu Hause in die Schublade getan hat. Nein, habe ich gar nicht. Da. Also, ich hätte jetzt wahr sein. Hanna, jetzt nicht du auch noch, bitte. Aber ich finde das richtig blöd ohne Schleife. Kinder, bitte, nimm doch mal ein bisschen Rücksicht auf mich. Aber Mama, du liegst doch aber. Das Baby kommt gleich. Aber lass mich einfach in Ruhe, okay? Ja, toll, super. Gleich kommt das Baby und dann sieht mich das ohne Schleife. Ja, toll, ich bekomme noch kein Taschengeld. Ist ja super, ey. Und meine Schleife ist immer noch nicht da. Hey, Anna, ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir Mama einfach zusammen fragen. Ja, damit wir uns nicht mehr streiten und so. Und vielleicht erlaubt sie uns die Sachen genau, dann, ja. Genau, wenn sie sieht, dass wir uns wieder vertragen haben, dann gibt sie bestimmt eine Schleife und dir genau, Taschengeld. Genau, genau. Mama? Wir haben uns vertragen. Ja, wir haben uns vertragen und vielleicht können wir jetzt ja das nochmal mit dem Taschengeld besprechen. Und mit der Schleife das bitte auch. Ja, weil wir haben uns jetzt vertragen, ist jetzt wieder alles gut. Oh, Martin, kannst Kinder. Du dich bitte darum kümmern? Ich übernehme das. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich übernehme das, alles gut. Kinder, also ganz ehrlich, ne? Was habe ich euch eben gesagt? Ihr seid jetzt bitte ruhig. Wisst ihr was? Ihr könnt jetzt nach unten, dass ich das jetzt überhaupt tue. Ihr könnt unten ins Spielzimmer. Ich komme dann später nach vielleicht. Spielzimmer? Das ist doch auch gut. Komm, Julian. Mhm. Aber Mama, Papa, denkt ihr nochmal darüber nach, über das Thema Taschengeld? Vielleicht können wir das ja morgen irgendwie mal machen. Julian, raus jetzt! Diese Kinder. Du, Claudia, was, wenn unser drittes Kind jetzt genauso wird? Oh Mann, das kann was werden. Darum kann ich mich echt jetzt nicht kümmern. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Schatz. Oh, zum Glück sind jetzt Julian und Hanna unten. Oh, ein bisschen Stille. Entspann dich ein bisschen, Schatz. Entspann dich. Oh, da ist es schon wieder. Oh, diese Schmerzen, nicht auszuhalten. Martin, ich glaube, es geht jetzt los. Oh Gott. Was soll ich machen? Claudia, was soll ich machen? Oh, Martin! Claudia, was soll ich machen? Du musst den Arzt rufen oder die Hebamme. Ja, natürlich. Hilfe, wir bekommen ein Baby. Hallo, wir bekommen ein Baby und ich weiß nicht, wie das geht. Hallo, kann jemand kommen, bitte? Wir brauchen Hilfe. Bitte bleiben Sie doch ruhig. Ja, aber meine Frau, das Kind, also... Ja, genau, machen Sie doch jetzt hier keinen Stress. Alles wird gut. Ich glaube, das Kind kommt jetzt. Gleich sofort. Frau Vogel, im Kreißsaal ist schon alles vorbereitet. Ich werde jetzt noch mal kurz rübergehen und dann holen wir Sie sofort. Herr Vogel, Sie wollen ja sicher mit dabei sein im Kreißsaal. Machen Sie das sich auch super, mal geht bereit. Das? Ja, okay, alles klar, da mache ich mich fertig. Du, Claudia, ich werde im Kreißsaal mit dabei sein, keine Sorge. Aber ich muss mich jetzt schon fertig machen, okay? Ich ziehe mich um, wir sehen uns dann gleich im Kreißsaal. Bis gleich, Martin. Machen Sie sich keine Sorgen, freuen Sie sich. Sie bekommen Ihr drittes Kind. Wir holen Sie in ein paar Minuten ab. Danke, Frau Doktor. Mama! Oh, Julian, was ist? Mama, also ganz ehrlich, dieses Taschengeldthema, das lässt mich irgendwie nicht los. Oh, nicht schon wieder. Doch, ich brauche jetzt Taschengeld. Ich will jetzt meine eigenen Süßigkeiten kaufen. Bla bla bla. Julian, wenn du mich noch einmal danach fragst, dann bekommst du niemals Taschengeld. Das geht nicht. Oh, diese ständige Fragerei. Mama! Oh nein. Du, wir waren jetzt ja gerade im Spielzimmer ja. Und da hat mir Julian schon wieder an den Haaren. Nein, das stimmt gar nicht. Mama, das stimmt gar nicht. Hör gar nicht auf sie. Nö, das stimmt nicht. Hanna, warum erzählst du doch, sowas? Das stimmt. Das Nein. War so gemein. Das hat doch wehgetan. Warum gerade heute, ihr beiden? Lass mich doch einfach in Frieden. Bitte, ich will jetzt in den Kreißsaal.
Hanna, das stimmt doch gar nicht. So, ihr beiden Kleinen, ihr müsst jetzt mal eure Mutter in Ruhe lassen. Ihr werdet gleich ein Geschwisterchen bekommen. Ach ja, stimmt ja, stimmt ja. Nee, Mama, ich hoffe, das Baby bekommt nicht meine schönen roten Haare. Also ich möchte der Einzige mit diesen schönen Haaren hier in der Familie sein, damit das klar ist. So läuft das nicht, das kann man sich nicht aussuchen. So, raus, ihr beiden. Mama, denk dran, keine roten Haare, damit ja, das klar ist. Ja, gut. Oh, was soll aus diesem Julian nur werden? So, kommen Sie, Frau Vogel, jetzt geht's los. Na, siehst du, Hanna, ich bin genauso groß wie du und dabei bin ich viel, viel jünger als du. Ich werde mal das viel stimmt, größer als du. Ich bin ein bisschen größer als du, Julian. Mann, was ist... Wie. Ich musste ja früher raus aus dem Kreißsaal, aber warum haben sie mich rausgeschickt? Ob es irgendein Problem gab? Oh Mann. Herr Vogel, herzlichen Glückwunsch. Was ist denn? Sie haben eine kerngesunde Tochter. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke. Können wir nach oben? Ja, Sie können jetzt mit Ihren Kindern zu der Frau und dem Baby. Komm, Julian, jetzt das Licht mich mal. Jetzt will ich Kinder, nicht Kinder, es ist soweit. Kinder, es ist soweit. Euer Geschwisterchen ist da. Okay, Papa. Dann können wir jetzt aber ich will mich eigentlich noch kurz messen. Kinder, jetzt los, nach oben, los. Ja gut. Hoffentlich ist es ein Mädchen. Hey, Mama. Hallo, Mama. Hallo, ihr drei. Schaut mal, eure kleine Schwester ist da. Oh, die ist ja süß. Oh Mann. Mama, die hat ja auch rote Haare. Och nö, eigentlich, das hätten wir doch vorher geklärt. Naja, aber süß ist sie ja. Okay, das muss ich zugeben. Mama, und wie heißt sie? Ja, Hanna, wir haben uns ein paar Namen ausgesucht, aber wir haben uns noch nicht entschlossen. Das wollten wir eigentlich mit euch gemeinsam machen. Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee. Oder, ich habe eine super Idee. Ja? Also, Mama, ich mag ja Pommes, ne? Mhm. Und damit ich das Baby auch mag, kann es ja Pommes heißen. Hä? Vielleicht Julian. Pommes Ketchup, mit Ketchup oder so auch gerne. Ach ne, Julian, du mit deinen doofen Ideen, würdest du gerne Pommes Ketchup heißen? Wieso denn nicht? Ich würde sogar Pommes mit Mayo heißen am besten. Ach Julian, das ist kein richtiger Name. So sollte deine Schwester auf jeden Fall nicht heißen. Mach euch noch mal Gedanken, vielleicht fällt euch was Besseres ein. Ich finde, Emma wäre ein schöner Name. Oh ja, Emma, stimmt. Emma ist ein schöner Name. Ich glaube, der Name gefällt ihr. Emma. Ja, und das war die Geschichte deiner Geburt. Es war wirklich spannend und sehr, sehr aufregend. Ziemlich viel los gewesen, oder? Was für eine schöne Geschichte. Aber ich hätte auch gerne Pommes Ketchup geheißen. Ich mag Pommes und ich mag auch Ketchup und ich mag auch Mayo. Und Pizza hätte ich auch nichts gegen gehabt. Also ich glaube nicht, dass das richtige Namen sind. Aber versuch du jetzt erstmal zu schlafen. Gute Nacht, mein Schätzchen. Du bist ja immer noch nicht im Bett, Julia. Nein, Mama, ich wollte was mit dir besprechen. Was ganz, ganz Wichtiges. Was denn? Und zwar, ich hätte eine Idee. Eine ganz tolle Idee. Okay. Könnten wir meinen Namen nicht vielleicht in Julian Pommes ändern? Julian Pommes? Aha, der wäre doch super. Julian Pommes Vogel. Muss das sein? Pommes als Name? Diese Idee hattest du schon mal vor ein paar Jahren, als Emma geboren wurde. Da wolltest du sie Pommes Ketchup nennen. Das wird nicht so, Julian. So kann man nicht heißen. Hm. Und Taschengeld kannst du dir auch direkt aus dem Kopf schlagen. Ach nö! Bevor du abfahrt.